Plain Brain. Gleichberechtigung von Katharina Lotter. Wenn man genau hinhört, dann spricht das Wort Gleichberechtigung eigentlich für sich selbst. Denn da stecken die Begriffe Gleich und Recht drin. Man könnte sagen, dass Gleichberechtigung nichts anderes ist als die Zusammenfassung eines sehr wichtigen Satzes. Gleiches Recht für alle. Alles andere wäre ja unfair. Was heute so selbstverständlich klingt, war nicht immer so. Vor mehr als 200 Jahren gab es das gleiche Recht für alle in Europa noch nicht. Das war ein völlig neuer Gedanke und die Europäer taten sich damit sehr schwer. In Nordamerika war man damals schon einen Schritt weiter. In der Unabhängigkeitserklärung von 1776 steht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und dass deshalb jeder von ihnen dieselben Rechte hat. Nur wenige Jahre später demonstrierten auch die Menschen in Frankreich und bald darauf in ganz Europa für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mit der Forderung nach Gleichheit meinten die Menschen nicht, dass alle dasselbe besitzen sollten oder dass alle gleich aussehen oder dasselbe machen müssen, sondern nur, dass die Gesetze für jeden in gleicher Weise gelten, dass also der Staat immer alle gleich behandelt. Bis dahin wurden nämlich manche Gruppen, zum Beispiel Adlige oder die Kirche, bevorzugt. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Jahr 1789 änderte sich das, zumindest für Männer, obwohl es auch damals schon Frauenrechtlerinnen gab, die darauf hinwiesen, dass gleiches Recht für alle logischerweise auch für Frauen gelten müsste. Die französischen Revolutionäre fanden, dass sich Frauen nicht in politische Fragen einmischen sollten und hackten einigen von ihnen deshalb sogar den Kopf ab. Bis Frauen in Europa gleichberechtigt waren, mussten sie sehr geduldig sein. In Deutschland durften sie erst im Jahr 1918 zum ersten Mal wählen und mussten trotzdem für vieles, was sie tun wollten, zuerst ihren Vater oder Ehemann um Erlaubnis bitten. Mit dem Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Jahr 1958 wurde es etwas besser. Aber bis 1962 konnten Frauen gegen den Willen ihres Mannes nicht einmal ein eigenes Bankkonto eröffnen. Und erst 1977 durften sie auch dann arbeiten gehen, wenn ihr Partner das nicht gut fand. Vorher konnte der einfach so zu ihrem Arbeitgeber gehen und ihren Job kündigen. Gleichberechtigung, also gleiches Recht für alle, ist jedoch nicht nur wichtig für Frauen, sondern auch für viele andere Gruppen. Deshalb stehen in unserem Grundgesetz im Artikel 3 folgende wichtige Sätze. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Wenn man zurückblickt in der Geschichte, dann ist das eine richtig tolle Leistung. Vor unserem Gesetz sind heute also eigentlich alle gleich. Oder etwa doch nicht so ganz? Migranten ohne deutsche Staatsbürgerschaft dürfen in Deutschland nur auf Kommunalebene wählen oder gewählt werden. Homosexuelle können zwar heiraten, aber ihre Lebenspartnerschaft ist der Ehe rechtlich nicht gleichgestellt. Und selbst wenn gleiches Recht für alle gilt, so werden trotzdem nicht alle Menschen immer gleich behandelt. Oft ist das gar nicht so schlecht, wenn etwa eine schwangere Frau nicht so schwer schleppen darf wie ihr männlicher Kollege. Manchmal aber wird eine solche Ungleichbehandlung auch als unfair empfunden, beispielsweise wenn es in Deutschland insgesamt weniger weibliche Chefs gibt als männliche. Über die Möglichkeiten, wie man an diesen oder anderen Ungleichheiten etwas ändern könnte, wird sehr heftig gestritten. Manche sagen, dass man benachteiligte Gruppen eine Zeit lang bevorzugen darf, um echte Gleichheit herzustellen. Andere finden, dass Bevorzugungen oder Benachteiligungen immer das Gegenteil sind von dem, was mit Gleichberechtigung eigentlich gemeint ist. Die große Herausforderung liegt also darin, die einen zu unterstützen, ohne aber die anderen einzuschränken. Nur wenn das gelingt, ist Gleichberechtigung mehr als ein Wort. Und erst dann nützt sie allen.